In der neuen Kirche am Marienkirchplatz wurde am Freitag fleißig geprobt. Den Kantor der Kantorei Wismar mit Band zu sehen, ist nichts Ungewöhnliches, denn am Samstag sollte es mal wieder mehr als einfach nur Chormusik geben. Ein großer Gospel-Workshop mit Wismarer Sängern und Musikern sowie seinem ehemaligen Chor aus dem thüringischen Ohrdruff hatte sich zum Ziel gesetzt, eine große Gospel-Show auf die Beine zu stellen. Wobei eben mehr als nur Gospel. Ich habe das als Workshop-Charakter ins Leben gerufen, damit eben drum Leute hier mitsingen können, die sonst zum Singen nicht zusammenkommen. Und das ist sehr erfolgreich und die Leute haben viel Lust, hier mitzumachen und sind zeitlich nicht so eingebunden wie in andere regelmäßige wöchentliche Proben. Das ist ja eine bunte Mischung. Das sind ja nicht nur Gospels, sondern es sind auch Spirituals dabei, es ist Folklore dabei, es gibt Jazz, es gibt Popmusik und das eben alles verteilt auf verschiedene Gruppen. Auf dem Chor, der ist ja oft dabei, auf Solisten, auf eine Band, auf Blechblasinstrumente, eine Harfe und vieles mehr. Die Begleitband hat sich eigens für diesen Zweck zusammengefunden. Auch für die Instrumentalisten eine interessante Abwechslung. Sehr interessantes Projekt. Wir haben jetzt so 3-4 Mal dafür geprobt und sind ganz gut vorbereitet. Ich glaube, das wird eine tolle Geschichte, auch zusammen mit dem Chor. Das ist mal was anderes. Wir sind alles Musiker, die sonst ganz andere Sachen machen. Ja, und es ist eigentlich aus einer Idee heraus entstanden, dass wir das als Band begleiten. Ja. Für den Chor aus Ohrdruff ist es der 2. Besuch in Wismar. Im letzten Jahr fand bereits einmal eine so große Kollaboration statt. Mit solchem Erfolg, dass die Wiederholung vorprogrammiert war. Und wir waren im vergangenen Jahr schon 50, die hier gesungen haben. Und ich glaube, dieses Jahr sind wir ein paar mehr. Und das möchten wir auch gerne fortführen, weil es macht uns Freude, hier hochzukommen und ja, gemeinsam zu singen. Macht Spaß. Es ist auch ein Wiedersehen mit ihrem immer noch beliebten ehemaligen Kantor, dessen Arbeitsweise die Sängerinnen und Sänger sehr schätzen. Es macht Spaß, mit anderen Leuten aus anderen Gegenden zusammenzuarbeiten und auch zu hören, wie die das aufnehmen, für sich auch die Musik und Spaß dran haben. Akribisch wird geprobt und die Stücke einstudiert. Ein Aufwand, der sich auch diesmal lohnen sollte. Am Samstagabend Zeit für den großen Auftritt. Vorher werden noch Erinnerungsfotos geschossen. Begleitet von den Saxophonisten der Evangelischen Musikschule und Musikern der Kreismusikschule Karl Orff und eben der eigenen Band, wurde es fast zu eng für die Künstler, denn auch der Publikumsbereich war bis zum Bersten gefüllt. Christian Tadeweit-Friedrich stellte den Zuschauern die Gastmusiker vor, die dann mit 2 Gesangsstücken auf das Kommende einstimmten. Eine bunte Mischung aus verschiedensten Musikstücken, hauptsächlich aus dem Bereich Gospel und Spiritual. Zum Abschluss dann eine Hommage an Musiker, die jeder kennt und die definitiv im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Eine tolle Show, deren Besuch nicht umsonst war, aber kostenlos.